Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeanG Drive. Wir haben heute mal wieder eine neue Mod, die sich gewünscht wurde. Und zwar haben wir den Ibisho Celtia. Celtia, Celtia, was auch immer. Der ist eine Mischung aus dem Barstow und dem Miramar. Der grundlegende Wagen ist der Barstow. 22 Zoll kürzer, glaube ich. Und dann haben wir die Miramar Front. Ist ganz interessant. Das ist sozusagen so JDM-Version von einem amerikanischen Wagen. Das hier ist die Standardvariante. Wie man die getestet, Downlink ist unten in der Videobeschreibung. Und los geht's. Übrigens, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht streamen wir morgen. Warte, heute ist bei euch Sonntag, ja. Vielleicht streamen wir morgen, ich weiß es aber noch nicht. Falls wir streamen, poste ich einen Kommentar unten in die Beschreibung. Oder pack's in die Videobeschreibung. Guck danach. Wenn direkt die erste Linie in der Videobeschreibung ist, wir streamen, dann wisst ihr streamen. Wenn da nichts steht, Dann streamen wir erst später die Woche. Nur damit ihr wisst. So, fährt sich auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Natürlich eine super weiche Federung, das Ganze. So, wollen wir kurz gucken, wie jetzt Slalom fährt. Und dann wollen wir ihn crashen. Das ist hier, wie gesagt, die Basisvariante. Also noch nicht annähernd sportlichste, wie es geht. Fährt sich aber relativ gut. Trotz der weichen Federung. Ist sehr vorhersehbar, was es macht. Vorherschaubar. Ja, klassisch gutes Deutsch. Au, da hat man nicht genug Leistung. Absolut zerstörtes Teil. Ich zeige euch mal kurz die Varianten. Dann nehmen wir auch gleich was Stärkeres. Hier der Celtia. Und dann haben wir jetzt, das war die Base. Dann gibt es die Race, dann gibt es die Shoka. Wir haben die Buzuku oder wie auch immer die Teile heißen. GTZ, Sportmodell, Powerful Engine, Stiffer Suspension, Sport Wheels. Ja, Sport. Wenn da irgendwo Sport steht, dann bin ich schon mal interessiert. Das Blau gefällt mir nicht so. Ist sehr grell, warte. Lass mich das mal ein bisschen dunkler machen. Danke, da sieht man den besser, weil der stand nicht wirklich heraus. Oh, okay, ist schon mal um einiges sportlicher. Die Federung ist definitiv auch härter. So, wollen wir mal reindrehen. Driften, rum. Schaffen wir eine Transition nach links? Ah, das ist immer so schwer, die Transition rüber zu schaffen in den Fahrzeugen mit super weichen Federungen. Wenn man eigentlich das perfekte Timing hat, geht es mit der Tastatur extrem schlecht. Wollen wir den aber mal springen. Aber sonst kann man die super driften mit den leichten Dings. Weiche Federung kann man sonst einfach driften, wenn man keine Transition versucht. Hinten schon mal das Glas gleich kaputt gemacht. Jetzt kommt der Aufschlag. Oh. Oh, wow. Autsch. Tut immer weh. Tut immer weh, bei sowas zu sehen, oder? Federungstest. Au. Au. Ich glaube, ja. Ich würde mal sagen, gescheitert, oder? Gescheitert, ja. Na? So, natürlich Heckantriebler, Leute, da muss man kurz Donuts reinkommen, dann folgen wir das nach mit einem Burnout. Ja, wunderbar. It's cool and overheating, so muss das. Ach, Heckantrieb ist was Schönes, Leute. Heckantrieb ist was Schönes, machen wir mal einen Highspeed-Test, oder? Das ist ein Highspeed-Crash. Oh, da wollen wir nicht gegen crashen. Oh, da finde ich die Kontrolle. Oh! Oh, rein in den Überschlag. Au. Das war nicht geplant. Egal. Nächste Variante. Wir haben nämlich viele coole Varianten. Marlboro Rally. Rally Legend back in its day. Ich nehme an, das heißt, soll Marlboro sein, nehme ich mal an. Weil die Farben passen so und Marlboro, Marlboro. Hört sich alles ziemlich ähnlich an. Ich weiß nicht, mal schauen, was uns hier erwartet. Überrollkäfig. Was haben wir denn da drin? Wenig Zylinder, oder? Inline 6. 2,4 Liter. Aber laut ist er. Au, 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 au. Ja. Sehr anfällig, was Überschläge angeht, das Ding. Muss ich nur mal so anmerken. So. Oh ja. Ja, 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 ja. Oh ja, 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 ja. Mag ich, mag ich. Schöner Drift. Schöner Slide. So, dann wollen wir mal hier lang. Oh, knapp. Weil es ist ein Rallye-Wagen. Ein bisschen springen muss er können. Das war zu viel. Muss man Gas geben, damit wir die Geschwindigkeit haben. Schafft er aber durch. So. Jetzt werden wir einen ganz widerlichen Crash machen. Den ich verpasse. Okay, dann machen wir jetzt den Highspeed-Crash. Was auch immer. Fangen. Okay. So, Warmlinger können wir gleich schon mal machen, wenn wir das wieder übernehmen. Achtmal langsamer mit 166. Der übere Käfig hält ihn halbwegs zusammen, aber ihr seht, innen drin ist trotzdem alles reingerutscht worden.
Nicht mehr so viel Platz für die Person, sage ich mal. Man könnte fast sagen, gar keinen Platz, aber hey, da kann man sich ja noch, da ist noch genug Platz. Das Gesicht kommt vielleicht irgendwo mal hin, aber hey, der Oberkörper passt noch. Ah, was haben wir denn noch? So Police Interest. Oh Gott, ich sehe schon die Dragster Reifen. Ich sehe schon die Dragster Reifen, Leute. Was haben wir eigentlich für Motoren bei dem verfügbar? Also meiste ist alles, das meiste ist Inline 6. Haben wir auch V8s? Ja, wir haben den Gravel V8 und wir haben Two-Roller. Ich mag, wie die Reifen absolut gar nicht reinpassen, aber das ignorieren wir mal. Oh, okay, kein Wheelie. Ich hätte da jetzt einen absoluten Wheelie erwartet. Rum geht's. Okay, ja, drehen wir das Ding natürlich nicht, weil die Heckreifen sind immer extrem grippy bei den Dragstern. Und dann kann man, hat man eben schon fast gesehen, wie leicht es ist, sie zu überschlagen. Okay, Geschwindigkeit. Der hatte keinen Überrollkäfig. Ist er doch, aber er hat einen. Doch, doch, der hat einen Überrollkäfig. Ah. Irgendwas zischt. Ich glaube, das ist Wasser. Ja. Okay. Nee, ist aber eine coole Mod. Ist eine coole Mod. Hat ein paar geile Varianten, muss ich sagen. Ist nicht hundertprozentig perfekt. Rotary Celtimatic. High Revving Rotary. Okay, nehmen wir mal. Also es gibt ein paar Sachen, die sind nicht 1A. Wir sehen hier, das Glas ist ein bisschen gestretched. Generell hier ein bisschen, sieht ein bisschen eckig. Hier fehlt die Verbindung zwischen dem Glas. Und, ja, also nicht 100%ig perfekt. Und hier generell, das passt nicht alles perfekt zusammen. Aber ist kein Problem. Die Mod macht trotzdem riesen Spaß. Das ist das Wichtige, ob man hier nur minimale Details oder so nicht hundertprozentig passen. Egal. Okay. Der wird lange brauchen. Immer noch erster Gang, glaube ich. Ja, erster Gang. Immer noch. Was für ein Elektrowagen. Schaffen wir es noch hinaus oder muss ich gleich schalten? Schalten wir mal. Oh, wir können nicht schalten. Wir haben nur einen Gang. Okay. Und tatsächlich nur einen Gang. So. Wollen wir uns mal Heck beim Rückwärts. Mit dem Rückwärts so im Heck reinkrachen. Wo er ist, war mit der Seite. Fährt aber noch. Kein Problem. Ja, ist aber nicht besonders schnell. Nicht besonders schnell hier, die Variante. Und ihr seht, der lenkt nach links. Ich muss absolut gegenlenken die ganze Zeit. Aua, aua und schön gegengeknallt, wunderbar, das wollte ich. Ach nee, ach nee. Da sieht übrigens nochmal Barster und da seht ihr den Vergleich, ne? Die sehen sehr ähnlich aus. Die beiden sehen sehr ähnlich aus. The fast but not quite furious Toge. Burnout, Oma Games, oh, was ist das? Oma May Games. Discord, ah, okay, jemand, der supported hat, Bozuzoku. Okay. Serious. Es gibt so viele coole Varianten. Das ist absolut 550 PS. Jeder, der den Wagen gefahren ist, hat dann ist irgendwann kurz danach gestorben. Okay, gucken wir uns das Ding mal an. So. Ja, da muss man manuell schalten, sonst schaltet die ist zu spät. Also. Na, kann man hier um? Nee. Dann einfach in die Richtung weiter. Okay, der hat einfach zu viel PS. Kann er absolut nicht handeln. Aber man kann schöne 360s machen mit dem. Auch wenn er ungeplant. Okay, komm, wir wollen nicht einmal auf Geschwindigkeit bringen. So. Einfach manuell schalten, in den Shortshiften. So. Das beim Shortshiften ist der schon. So, 200 km/h wären es fast gewesen, hätten wir uns nicht umgedreht. Oh, wow. Und da ist er weg. Au. Okay, ist eine ganz coole Mod. Werden wir auf jeden Fall noch weiter einen Blick drauf werfen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob es irgendeine bestimmte Variante gibt, die ihr unbedingt anschauen wollt. Und ja, wie immer, wenn ihr irgendwelche anderen Wünsche habt, schreibt mir unten in die Kommentare.
Guckt in der Beschreibung nach oder in den Kommentaren nach, ob wir streamen oder nicht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.